Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Mixauftrag. Heute von einer Schweizer Band, die sich leider aufgelöst haben. Other Fools heißen die. Und das ist ein Live-Mix von ihrem Abschiedskonzert. So sieht das gesamte Projekt aus. Kick, Snare, Snare unten. Dann habe ich hier die Snare einmal kopiert und habe sie gegatet, um sie halt in den Hall zu schicken. Dann gibt es zwei Toms, dann gibt es ein Reitbecken, Overheads. Die Overheads habe ich kopiert und habe mir da so eine Art Ambience-Spur draus gebaut, zeige ich euch gleich. Eine Bass-DI-Spur, eine Bass mit einem Mikrofon, wobei ich nur die DI-Spur verwendet und mir selbst eine Amp gebaut habe. Dann gibt es drei Gitarren an der Zahl, eine links, eine Center, eine rechts. Hier könnt ihr sehen, Lead-Vocal-Spur, zwei Chorspuren, und zwar der Bass-Vocal, genau, und Gitar-Vocal. Übrigens sensationell, vielen Dank an dieser Stelle. Alles vom Amt beschriftet, sodass ich ganz genau weiß, was Phase ist. Also nicht Audio 1 bis 23, sondern wirklich so, wie die Dinge auch heißen. Normalerweise bei Live-Spuren versuche ich alles weitestgehend aufzulassen, aber da man ja relativ viel komprimieren muss und das so ein mittelgroßer Club war, hört man relativ viel übersprechen. Deswegen habe ich das hier alles zerschnitten. Keyboards gibt es nicht, aber dafür eine Stereo-Ambience-Spur aus dem Club. Und das habe ich dann jeweils hochgezogen, wenn Applause kommen oder wenn innerhalb des Titels irgendwas Interessantes passiert. Und da wir ja hier Hybrid mischen, liegt der ganze Kram hier auf dem Pult. Also das Schlagzeug liegt hier, Bass liegt hier, Lead-Vocals, die beiden Gitarren, hier die Chöre und die Effekte. Und hier auf der rechten Seite gibt es noch mehrere Stereokanäle. Hier steht zwar Keyboard drauf, aber da liegt jetzt hier in dem Fall Applaus respektive Ambience drauf. Ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf erstmal das Schlagzeug. So klingt das angeliefert. Und das hat der Onkel draus gebastelt. Also massiv, EQ, Kompression, bisschen Reverb noch. Die ganzen Drums landen hier auf dem Mischpult und hier habe ich dann einen analogen Kompressor geinsertet und zwar einen SPL Dynamax. Subtil, aber der hält das Schlagzeug quasi zusammen. Und da ich in den Masterbus Kompressor mische, mache ich den jetzt auch gleich zu Beginn an. Und so klingt das Schlagzeug in dem Masterbus-Kompressor, also mit allem Schisslaweng davor. Okay, Bassgitarre. So klingt der Bass angeliefert. Und das habe ich draus gemacht. Ist ja eine Rockband, also deswegen ein bisschen bösartiger. Bisschen Waves, Max-Bass, Multiband-Kompression, ein SSL-Kompressor und noch ein LA-3. Und danach schicke ich dieses fertige Signal nochmal in einen Bass-Amp. Ich schalte den Amp mal aus und wieder an. Ihr hört, der Bass hat einen leichten Hall. Analoges Hallgerät, Dynacord DRP16, ich liebe das Teil, weil es halt eben so ein bisschen topfig und komisch und halt unique klingt. Und da schicke ich das Schlagzeug und den Bass zusammen rein, sodass die eine Einheit ergeben. Und so weiter. Gitarren. Wie ihr hört, ist da massives Übersprechen drauf, was aber total cool ist, weil es halt eben live ist. Da stehen Mikrofone vor irgendwelchen Gitarrenverstärkern, die rumschreien. Sämtliche Gitarren landen in einer Gruppe innerhalb der DAW und diese Gruppe wiederum hier auf zwei Kanälen des Mischpults. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe erstmal alles entsubbt, weil ihr seht auf dem Analyzer alles unterhalb dieses Bereichs, also quasi zwischen 150 und 180, das kann eigentlich weg. Also ich zeige euch das mal. So, erstmal da aufgeräumt, ganz oben so ein bisschen Top-End weggenommen, das heißt ein bisschen, ganz oben bei 12 habe ich massiv abgeschnitten. Und damit die Gitarren stehen, normalerweise komprimiere ich Gitarren ungern, weil Brettgitarren ja schon durch den Masterbus-Kompressor gehen, aber die sind von den Levels so unterschiedlich, da, um die in den Griff zu bekommen, habe ich einfach noch einen SSL-Buskompressor hingepackt. Ohne, mit. Ja,
Lautstärke habe ich gleich eingestellt, aber die sitzen halt einfach so besser im Mix. Dann haben wir Ansagen vor und nach jedem Titel. Die habe ich natürlich trocken gelassen, also wenn einer was erzählt, dann... Wir dürfen spielen am letzten Tag! Danke, Brigitte und Marco und Crew! Ich verstehe kein Wort, weil es Schweizerdeutsch ist, aber wahrscheinlich sagt er herzlich willkommen zu unserem fulminanten Konzert. Ich liebe euch alle oder sowas in der Art. So, wenn der Junge anfängt zu singen, der unbearbeitete Gesang klingt folgendermaßen. This year for me, let you know. Okay, TDA Nova, dynamischer EQ, was auch immer ich da eingestellt habe, es klingt besser danach. This year for me, let you know. DSer. This year for me, let you know. Bisschen Generve raus. This year for me, let you know. Und nochmal Low Cut und dann noch obendrauf einen SSL-Kompressor, um ein bisschen Glanz wieder reinzubekommen. This year for me, let you know. Airvox-Kompressor. This year for me, let you know. DSer wieder. This year for me, let you know. Jetzt ist er da. Also wenn man Live-Sachen mischt, muss man ein bisschen mehr forensisch arbeiten. Ja, weil es halt nun mal so ist, dass du relativ viele Nebengeräusche hast. Und da muss man immer einen Kompromiss finden. Dann geht der Hauptgesang noch in den Eventide H3000. Er macht das Ganze ein bisschen breiter. This year for me, let you know. Ich habe es gerade ein bisschen übertrieben, aber so hört ihr den Effekt. Bei den Chören habe ich relativ wenig gemacht. Einfach nur ein bisschen EQ und ein bisschen Reverb drauf und fertig. So, und hier sind jetzt die ganzen Applause drauf. Und das Ganze im Zusammenhang klingt folgendermaßen. Und so weiter. Was ich jetzt noch mache, ist den gesamten Gig durchgehen. Ich habe mir hier das Delay auf die Faderbox gepackt und stelle ich halt unterschiedliche Delay-Zeiten ein und gebe ihm ab und zu mal so ein bisschen Größe, um das Ganze interessanter zu gestalten. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr auch mal einen Mix habt, den ihr von mir bearbeitet haben wollt, scheut euch nicht und schreibt mir eine Mail an osmator@osmator.com. Ansonsten seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.